ist vorne. Er führt das Feld an. Auf der zweiten Position haben wir hier momentan in diesem Lauf TT Racing mit der Startnummer 218. Toni Grund ist das, der dritte Platz hier. Für die TT ist auch hier die Zähne mit seinem Blitzer. Die holen sich jetzt den dritten Platz. Das ist Startnummer 900 mit Cindy von den Schwarzen Böcken unterwegs. Platz unterwegs. Zwei Fahrzeuge stehen hier am Kurveneingang. Wir sind scheinbar nicht mehr mit dabei. Aber auf jeden Fall auf Platz 1 Cario Racing Team Grimmeln. Christian Dürkopf mit der Startnummer 844. Er ist weiter vorne unterwegs auf der zweiten Position. Ich dachte mal, 218 hier, Toni Grund vom TNT Racing Team, dann die Szene mit Zerflitzer, diese drei Fahrzeuge können sich etwas absetzen, können die Führung ausbauen mit ihren Gefährten, sind vorne unterwegs. Es geht weiter zur Sache. Und da kommt der Angriff von den 10. Blitzer. Sie gehen vorbei am TNT Racing Team. Jetzt kommt das P&E-Team noch einmal von hinten angeflogen. Ja, es wird noch einmal spannend in diesem Lauf. Uwe Klappe ist auch noch einmal dran an den 10. Blitzer. TNT Racing kommt aus seinem Fahrzeug heraus, ist scheinbar ausgeschieden, schmeißt den Helm weg. Ja, geh mal von der Bahn, Junge. Wir fahren hier immer noch Stocker. Es wird hier weiterhin gekämpft. Cario Racing Team Grimmeln holt sich den Sieg. P&E Racing auf der zweiten Position über die Ziellinie. Der dritte Platz geht an die 10. Blitzer und auf den 4. Rang. Wird dann noch abgewunken hier in diesem fantastischen Lauf. Die Startnummer 237, Toni Marke von den Green Angels. Uiuiui, was für ein Rennen in der Trabant Originalklasse. Drittes Rennen wird vorbereitet. Noch einmal die Green Angels mit Matthias Sieg mit der 941. Tom ist dabei mit der 972. Tom Leukel, er ist für die Green Angels unterwegs.